Guten Tag, Herr Herterich, und herzlich willkommen bei Spicy TV. Hallo. Sie sind Managing Consultant IT Security bei IT Cube in München. Für unser heutiges Interview habe ich einige Fragen zum kombinierten Einsatz von Splunk und einer Next Generation Firewall von Palo Alto Networks vorbereitet. Vorab eine ganz andere Frage, um meine Neugier zu stillen. Wer ist IT Cube und wie kommen Sie dazu? Nein, ich formuliere es etwas weniger provokant. Warum sind Sie der Meinung, Experten zu dem Thema zu sein? Ja, wir die IT Cube sind ein Full-Service-Provider für IT-Sicherheitslösungen. Das heißt, wir beraten seit mehr als 10 Jahren mit unseren über 30 Consultants Firmen in allen Bereichen, in allen Fragen zum Thema IT-Sicherheit. Zu unseren Kunden zählen namhafte Großunternehmen, genauso wie der Klein- und Mittelstand. Also wir haben die komplette Palette in unserem Kundenkreis. Und mit diesen Kunden oder auch mit durch die Zeit oder in dem letzten Zeitraum konnten wir einfach extrem viel Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit sammeln und auch in der Integration von verschiedenen Lösungen. Wie kann man Lösungen optimieren, indem man sie mit anderen Lösungen zusammenbaut? Ja, verstehe. Herr Herterich, könnten Sie mir bitte erklären, welchen Vorteil die Kombination von Splunk, damit meine ich die Operational Intelligence Lösung von Splunk, mit der Next Generation Firewall von Palo Alto Networks bringt? Wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren diese Cyberattacken, die heutzutage auftreten, immer zielgerichteter und komplexer werden. Das heißt, die bisherigen Ansätze, die man so typischerweise hatte, um sowas zu verhindern, funktionieren nicht mehr so ganz. Richtig, ja. Der Schlüssel, um solche Angriffe abzuwehren, ist einfach inzwischen eine mehrstufige Verteidigungsstrategie. Nennt man auch nennt man auch Defense in Depth. Dabei geht es nicht nur darum, dass man die Angriffsvektoren reduziert auf seine Umgebung, zum Beispiel durch den Einsatz von Perimeterabsicherungssystemen wie Firewalls und so Sachen, sondern es geht auch vielmehr darum, dass man Angriffe frühzeitig erkennen kann oder Gefahren oder verdächtiges Verhalten frühzeitig erkennen kann und wenn denn mal ein Sicherheitsvorfall passiert ist, dass man auch alle möglichst so viele Informationen wie möglich sammeln kann für spätere forensische Analysen. Und um sowas zu realisieren, hat der Hersteller Palo Alto Networks, das ist also der führende Anbieter von Next Generation Firewalls, eine hervorragende Lösung, um den Perimeter abzusichern, mittels den klassischen Sachen wie Firewall, Applikationserkennung, Virenscanning, URL-Filtering, Malware, IPS, IDS. Also alles in einem. Alles in einem, ja. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer noch die Problematik, dass ich für spätere forensische Analysen oder um auch ein Gesamtbild über mein IT zu bekommen, einfach die Logs von mehreren Systemen brauche und auch, wie wir gesagt haben, mehrstufige Verteidigungsstrategie. Ich brauche einfach auch mehrere Systeme, die meinen Schutz gewährleisten. Und um diese Systeme alle verwalten oder beziehungsweise einen Blick zu kriegen, wenn irgendwas auftritt, wo ist es passiert und wer war alles involviert, hat es einfach die Notwendigkeit, dass man die Logs aller Systeme irgendwo zentral sammelt und auch, wenn möglich, auswertet. Okay. Sie sagen also, wenn Sie jetzt alle Logs an einer Stelle sammeln, wer soll diese Daten dann auswerten? Das ist ja schon aufgrund der schieren Menge der Logs in einem typischen IT-Umfeld nicht manuell realisierbar. Wie soll das gehen? Ja, da gebe ich Ihnen recht. Manuell ist es nicht wirklich realisierbar. Man hat es versucht, aber es funktioniert nicht. Aber genau da kommt die Big Data-Lösung von Splunk ins Spiel. Weil Splunk ist eine Lösung, mit der ich Maschinendaten erfassen, indizieren und in Form von Dashboards auch visualisieren kann. Ach so, ja. Und der Vorteil von Splunk ist, ich habe die Daten, die Splunk erfasst, sind einfach und leicht zu durchsuchen und auch werden leicht nutzbar gemacht für mich. Also ich kann relativ schnell in den Daten suchen. Mit dem Überblick, den ich dann habe, also Splunk liefert mir ja quasi die Möglichkeit, dass ich einen gesamtheitlichen Überblick über mein System kriege, habe ich natürlich diverse Vorteile. So, der klassische Vorteil ist natürlich, wie man aus immer kennt, ist so der operative Geschichten, also Troubleshooting, also diese Root-Cause-Analyse, wo ist der Fehler, wo ist was passiert. Wenn man sich mal so ein typisches Beispiel nimmt, so dieser klassische Fall, Außendienstmitarbeiter wählt sich per VPN ein und kann nicht auf den Fallschirm zugreifen. Dann hat man ja bisher Firewall-Admin in den Logs geguckt, dann hat der Netzwerk-Admin in den Logs geschaut, Fallserver wurde noch geguckt. Und mussten also 3 verschiedene Leute irgendwie anschauen, um den Fehler zu beheben. Der Vorteil mit Splunk ist auch, dass ich alle Logs von allen Komponenten auf einer Maschine habe. Ich kann an einer Stelle suchen und Splunk bietet mir eben den Vorteil, dass es mir die Daten korreliert von den Systemen und ich damit relativ schnell den Fehler finden kann. Ich muss nicht erst an 3 Stellen suchen, sondern ich schaue an einer Stelle. Aha.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie jetzt darauf eingegangen sind. Und zwar geht es mir um den Automated Incident Response. Den haben Sie mir den jetzt in deutscher Version schon mal erwähnt, oder? Greife ich Ihnen etwas da vorab? Nein, den habe ich noch nicht erwähnt. Da wollte ich noch drauf. Ja, genau. Dahin kommen. Also neben den rein operativen Themen, die wir ja gerade schon besprochen haben, bietet natürlich diese Kombination der beiden Lösungen auch den Vorteil, dass ich eine Vereinfachung habe bei der Absicherung meines Netzwerks oder bei der Überwachung meines Netzwerks. Mhm. Weil letztendlich habe ich die Problematik, um was gesamtheitlich betrachten zu können, muss ich die Daten aller Systeme anschauen. Mhm. Einfaches Beispiel war diese Thematik mit dem Mitarbeiter, der sich per VPN einwählt. Das habe ich bei anderen Systemen auch. Das heißt, wenn in meinem Netz irgendwas vorgeht, muss ich natürlich alle Daten irgendwie analysieren, um das Ereignis, das passiert, richtig einschätzen zu können. Mhm. Und da bietet mir im Splunk die Möglichkeit, diese Informationen, die ich gesammelt habe, schnell zu korrelieren und damit Informationen zu finden, die ich suche. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, ich kann mit Splunk auch externe Quellen anbinden, wo ich Informationen über zusätzliche Angriffsvektoren finde. Also zum Beispiel so Threat Intelligence Feeds, die mir Daten liefern über Domains oder IP-Adressen als gefährlich bekannten Systemen oder von Phishing-URLs. Ja, ja. Und mit diesen Informationen kann ich natürlich jetzt zusätzlich nochmal mit Hilfe von Splunk suchen gehen in meinen Daten. Und vor allem ganz wichtig, ich kann auch in den historischen Logdaten suchen gehen und kann sagen, wer hat denn, wenn ich heute feststelle, es ist was passiert, wer hat denn in den letzten zwei bis einen gewissen Zeitraum auch schon auf diese Daten oder auf diese Systeme zugegriffen, gab es da irgendeine Interaktion und kann damit halt auch leicht, tu mir leichter, die Sachen zu analysieren. Mhm. Herr Herterich, eines verstehe ich noch nicht so ganz. Sie sprechen von Automated Incident Response. Das ist doch eine ganz normale Funktion, die jede Firewall oder Intrusion Prevention System bietet. Was soll jetzt hier anders oder besonders sein? Ich gebe Ihnen recht, es ist eine normale Funktion, die eine Standard-Firewall, auch eine Palo Alto-Firewall auch schon bietet. Voraussetzung ist aber, dass die Kommunikation von diesem verdächtigen Verhalten über die Firewall stattfindet. Mhm. Wenn das irgendwas ist, was gar nicht über die Firewall stattfindet. Also nehmen wir mal ein schönes Beispiel ist, Sie haben einen internen Virenscanner und der Virenscanner stellt fest, auf dem Client ist ein Virus drauf. Das ist was die Firewall erst gar nicht mitkriegt. So. Ja. Die Firewall hat ja keinerlei Kommunikation mit dem Virenscanner, weiß also nicht, dass da auf dem Client was Verdächtiges vorgeht. Und wenn der Client das ins Internet kommunizieren wollte, würde sie ihn durchlassen, weil es für sie ja keine verdächtige Sache. Natürlich, ja. Genau die Lücke schließt jetzt eben diese Integration von Splunk und Palo Alto. Weil ich natürlich durch das, dass ich alle Daten in Splunk drin habe, von meiner Palo Alto Firewall und jetzt auch von dem Virenscanner, kann ich eben automatisiert reagieren. Weil dann gibt es eine Komponente, nämlich Splunk, der Bescheid weiß, dass auf dem Virenscanner was passiert ist. Und ich kann damit eine Reaktion auslösen. Das heißt, ich kann auf der Firewall blocken, dass die Kommunikation dieses Clients in Richtung Internet einfach gestoppt wird. Ja. Das ist ein Beispiel. Es gibt noch ein zweites ganz schönes Beispiel, wenn zum Beispiel die Palo Alto Firewall feststellt, dass ein erhöhter Traffic von irgendeinem Client vorhanden ist, auf dem, also im Netzwerk oder ins Internet rausgeht, dann ist das ja erstmal nichts Schlimmes. Weil kann ja sein, ein Benutzer lädt irgendwas runter, macht irgendwas, ja, oder saugt irgendwie irgendwelche Dinge. Wenn jetzt allerdings natürlich ich in meinen Windows-Logs feststelle, dass von diesem Client aus diverse Anmeldeversuche auf andere Systeme gemacht werden und vielleicht auch noch erfolgreich gemacht werden, dann kann es ein Hinweis sein, dass von diesem Client aus irgendwas Verdächtiges passiert. Das heißt, da habe ich auch das Zusammenspiel von beiden Komponenten wieder. Die Palo Alto alleine könnte es nicht entscheiden. Mein Windows-Log allein kann nicht agieren auf irgendwelche Dinge. Ja. Aber in der Kombination habe ich den Vorteil, dass ich eben dann weiß, ist es ein verdächtiges Verhalten auf dem Client passiert, blocke ich doch mal in der Palo Alto und gebe der Palo Alto die Information hier, block den Client weg und damit ist die Gefahr gebannt und ich kann in Ruhe dann sozusagen suchen gehen und analysieren, ob das jetzt wirklich ein Fehler ist oder kein Fehler ist. Clevere Lösung. Ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar gibt es noch eventuell noch weitere Vorteile, außer den von Ihnen bisher genannten? Es gibt natürlich in der Integration von beiden Produkten noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Ich meine, ein klassischer Fall ist ja, wenn ich Logs sammle, kommt dieses Thema auf Log-Management. Was mache ich mit Logs? Wie lange hebe ich sie auf? Das hat ja verschiedene Grundlagen. Es gibt gesetzliche Bestimmungen, dass ich Logs aufheben muss. Es gibt andere gesetzliche Bestimmungen, wie zum Beispiel Datenschutzgesetz, dass ja, ich die Logs ich nicht so lange aufheben darf. Also das ist ein Vorteil, das kann man mit Splunk sehr gut lösen, weil ich einfach definieren kann, wie lange ich Daten aufhebe. Und ganz wichtig, Splunk legt die Daten auch komprimiert ab. Das heißt, ich spare auch im weitesten Sinne Platz für meine Daten. Und es wird auch reguliert, wer darf was sehen. Wird auch reguliert, wer was darf. Das ist auch noch relativ wichtig, weil natürlich, wenn ich alle Logdaten auf einem System drauf habe, muss ich natürlich auch steuern, wer hin darf, weil es soll ja nicht jeder alle Logs sehen dürfen. Mhm. Und da bietet Splunk Möglichkeiten, das sehr granular zu steuern, wer darauf zugreifen darf.
und eben wie lange ich Daten aufheben möchte. Und ich nehme an, das garantiert auch ein einfacheres Handling für bei großen Firewall-Umgebungen. Das garantiert natürlich insofern ein einfaches Handling, wenn man gerade gemischte Umgebungen hat, wo man nicht nur Palo Alto hat, sondern vielleicht noch irgendwo von anderen Herstellern Firewalls hat. Habe ich eine Stelle, wo ich alle Firewall-Logs auflaufen lassen kann und wo einer darauf zugreifen kann. Und noch ein entscheidender Faktor von Splunk oder von dem Log-Manager ist auch, die Leute, die die Logs anschauen müssen, keine Rechte auf den lokalen Systemen haben. Also der klassische Fall ist, Firewall-Administrator muss ich sein, um Firewall-Logs auf der Firewall zu sehen. Wenn ich jetzt aber nur der Support-Mitarbeiter bin, der da nicht darauf zugreifen darf oder auch keine Leserechte hat, dann kann ich es in Splunk anschauen, weil da sind die Daten ja da. Also die Steuerung der Zugriffsrechte ist völlig unabhängig von dem Quellsystem, wo die Daten herkommen. Na gut, Herr Hetterich, ich danke Ihnen für diesen Einblick zwischen Splunk und Palo Alto Networks. Ich danke für das Gespräch. Ich danke auch. Dankeschön.